Hey Leute, willkommen zurück zu Spellstone im Guild War. Wir Wehrhasen kämpfen gerade gegen Grizzly Bears, haben noch eine Stunde Zeit. Das heißt, bei mir ist noch früh am Morgen heute am Samstag. Ja, wir versuchen mal unser Glück mit dem Teig. Kann man ein guter Anfang. Yeah. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so im Guild War läuft. Den ersten haben wir leider verloren, waren auch sehr hoch gerankt. Schauen wir, wie es hier aussieht. Na, das sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, alle werden noch früh genug wach und greifen dann brav an, damit wir hundertprozentig gewinnen. Okay, was ich jetzt lege, ist egal, es wird sterben. Noch ein Ronin, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nichts eingefroren, gar nichts. Das war ganz, ganz kacke. Eieieiei. Die Ronin berserken sich gerade hart hoch. Genau, Katze. Die Katze meint auch, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ein Xophrus, okay, und ein Huga, okay, okay. Mal sehen, ob ihn das was bringt. Xophrus kommt auf jeden Fall dran, das ist schon mal schlecht. Aber Rugat nicht, das war wichtig. Das war wichtig. Ich glaube, dass mit Xophrus reicht, auf keinen Fall, dass uns irgendwas bringt. Na, sieht gut aus. Grizzly Bears verhauen. Ist auch eine starke Gilde, darf man nicht vergessen. Also nicht wundern, wenn man hier verliert. Ist eine starke Gilde, die Bärchen. Aber wir sind Hasen. Wir sind doch viel stärker, theoretisch, oder? Ein Infinity, bitte Raptor, ermächtig dich einmal im Leben richtig selbst. Dankeschön. Kein Bock, dass ein Infinity hier überlebt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, ist nicht so gut. Oberschlag, hart versenkt. Versengen 8 tut schon weh. Ohne Heilung, ja, der wird auf jeden Fall sterben dann. Nicht so gut, nicht so gut. Raptor, nein. Nicht ermächtigt, nicht gut. Atlas am Zug, könnte man auch nicht. Aber Rugard am Start, sollte jetzt einigen Damage rausknallen. Auf jeden Fall den ersten One-Hitten. Leider wieder dann durch Atlas, der mal nicht eingefroren wird. Ah. Aber die kleine Epikarte hier tötet einfach mal Atlas. Sehr, sehr schön. Kann man machen. Kann man machen. Also ja, wir sind hier im zweiten Guild War erst früh am Morgen. Da ich später nicht aufnehmen kann, weil ich mit Diana unterwegs bin. Muss auch sein, ne? Muss auch sein. Hm. Ach, ich brauche noch einen Kaffee. Blackfin kriege ich schon wieder nicht weg. Das ist eine Karte, die mir lange, lange mal auf den Nerven geht. Ah, so geht's auch, natürlich. Sehr schön. Sehr schön. Noch mit dem hier an, dem hier weiter. Was legt er denn jetzt? Ah, ich versuche es mit flinken Laster. Wenn er sich bitte, bitte selbst ermächtigt. Nein, natürlich ermächtigt das Killer, damit ich den Turm töten kann. Ganz wichtig. Ich hasse das random Ermächtigen. Ah. Und der lebt mit einem Leben, na toll. Aber den kriegen wir jetzt sowieso down. Der Blackfin wird versenkt. Eigentlich egal, was ich gerade spiele. Sollte schon reichen. Ja. Nice. Nice. Damit Vulkanus. Jetzt Panzerung 10, wir haben durchbohren 6, das bringt gar nichts. Vielleicht um richtig verhexen. Die Panzerung von Solaron durchzukommen ist schon eine Hausnummer. Ist gar nicht mehr so einfach. Aber wir haben jetzt versenkt, das ist mal wichtig. Man redet mal dauerhaft Schaden, egal ob wir ihm physisch Schaden zufügen oder ob einfach nur verbrutzelt. Sieht nach einer harten Verbrutzelung aus, aber bis wir ihn endlich mal weg haben. Oh, das dauert. Also nicht gut, das ist nicht gut. Jetzt kann er wieder zwei versengen. Sehr schön, trotz Schild. Bisschen rüber geblitzt, aber Vali dran. Vali sehr stark. Vali hat mir jetzt schon einige Kämpfe vermisst.
War das so eine gute Karte? Vor allem der Panzerung 7 auf 2er Stufe. Bloß noch den Helden, was die ganze Zeit so will Leute spielen und der mir schon richtig gerade am Sack geht, der Held. Die viele, viele Panzerung. Problem ist nämlich nicht nur die Panzerung, sondern die haben ja auch noch verdammt viel Unsichtbarkeit dazu. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt kommt Blackfin auch noch dran. Oh, diese Panzerungen. Zum Glück hat Rugard durchbohren, macht schon mal einigen Schaden. Oh, wie viele Panzerungskarten hat denn der Typ? Aber Rugard berserkt sich extrem hoch und vor allem hier Torreira. Leider wird jetzt sterben durch. Oh, er hat überlebt. Sehr schön. Noch besser. Jetzt kann er Atlas weghauen. Der haut Killer weg. Also die, wenn sich die Untoten mal hochbeserken, dann geht die Party ab. Dann geht die Party ab. Das war ein langer Kampf. Wir sind bei der letzten Karte angekommen. Doppelschlag hat es dann gerichtet. Aber das war knapp. Huh. Puh. Starten wir mit Torreira. Ja, Rugard ist jetzt ein bisschen blöd. Boah, die Karte auch noch so geil. Die haben gute Karten. Puh. War schon schwierig. Oh, danke. Flinkes Last. Das war richtig. Das war jetzt endlich mal richtig. Richtig ermächtig. Jetzt kann der den ersten wegklatschen. Drachen eingefroren. Sehr schön. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Nice. Nice. Wir müssen wie gesagt schnell noch Punkte machen, noch 51 Minuten, um den Kampf, um den War hier zu gewinnen. Mm. Oh. Da spiele ich mal wegen Einfrindet. Mm. Natürlich friert Killer diesen dummen Turm ein. Das war ja sehr, sehr wichtig. Aber Rugard ist weiterhin am Hochberserken, das ist auch sehr gut. Weil der Gegnerische auch. Oh, der hat sogar eine Berserk-Krone drin. Wir nicht. Oh, 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 jetzt kommen die krassen Karten raus mit sehr, sehr viel Leben. Können wir irgendwas töten? Nein. Doch! Sehr schön, danke Vulkanus. Also Vulkanus und Skiller finde ich sehr wichtig. Atlas ist auch eine hartnervige Karte, aber habe ich noch nicht. Ich habe ja noch nicht die dritte Helden-Quest gemacht. Noch, glaube ich, noch immer bei einem Stern oder so. Hat mich noch nicht so gereizt, mir jetzt Atlas zu holen. Hm, überlebt er das mit der Panzerung? Ich glaube leider nicht. Ja. Versuche es wert. Was hätte ich sonst legen sollen? Nein. Oh Gott. Oh, 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 das ist nicht gut. Narex uns wegklatschen. Aber Narex, dann sollte ich auch endlich mal farmen beginnen. Ja, das war's. GG. Aua. Niederlage. Narix sollte ich echt dringend farmen anfangen. Rugard unterm Tau ist auch sehr gut, da er sich sehr hoch berserken kann, schon mal am Anfang. Ganz gemütlich. Setzen jetzt auf ein bisschen Freeze wieder. Nehmen da die Nuller Verzögerungskarte. Wieder Wali. Vierfach sieht man jetzt die ganze Zeit Superkarte. Na, wenigstens was eingefroren. Erste muss weg, ja. Jetzt weiß auch weg, sehr schön. Wali lebt aber leider noch. Hoppla. Schwierig. Sein Frostbrief und Blitz alle ist aber wirklich eine krass starke Karte. Ich glaube, das sind jetzt wieder gut. Ja, das haben wir gewonnen. Krass, wie wir vorher von Ronin und Narex richtig hart verhauen wurden. Oh, ein Rang 17er. Hallo, Rang 17. Hm, das ist blöd, egal was ich spiele. Ah, da wieder mit Frostbrief, wieder Wali. So eine gute Karte. Oh, und danach noch Dune Slammer. Der will es wissen, ne? Der geht auf Verteidigung. Ah, oh, da gehen wir nicht down. Schade. Aua. Aua, 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 aua. Der ist down. Der ist auch. Okay. Aber kriegen wir Dune Slammer weg? Nee, oder? Nee. Aber eingefroren. Sehr schön. Noch besser. Eingefroren. Ich glaube, das war's. Das war's. Sehr schön. Sehr schön. Nice. Keine Angriffe mehr. Perfekt. Ich hoffe jetzt, alle Wehrhasen werden munter und greifen fleißig an. Wir haben noch 48 Minuten, aber es soll. Sieht nicht schlecht aus. Sagen wir so. Sieht nicht schlecht aus. Ich habe heute auch durch meinen Adventkalender hier sozusagen ein halbes Epic Pack bekommen. Jetzt können wir noch eins craften. Vielleicht bekommen wir noch einen Blackfin oder so.
Nee, aber ein Eisturm Beast. Nice. Hallo Eisturm Beast. Wie viel Eisturm Beast habe ich denn eigentlich? Elementar, was ist Elementar? Zwei Verzögerung. Verdampft habe ich drei Eisturm Beast. Und Rumling habe ich wie viel? Moment, schauen wir gleich nach. Ja, Bauch. Eisturm Beast 3 habe ich Rumling und 1 gebaut, glaube ich, erst nur, oder? Ich habe nur 1 gebaut. Ne, 2! Wie bei beim dritten Eisturm Demon. Geil. Noch hier ist noch einer. Ich kann 3 machen, oder? 3 verdampft, also ich könnte den dritten machen. Ist eine geile Karte auf jeden Fall. Ist eine geile Karte. Kann man nicht schimpfen. Mal überlegen, ob ich noch einen baue. Rim of the Wild habe ich auch noch, weil ich verdampft. Also mit dem Elementar-BG bin ich gut ausgestattet, muss man sagen. Das könnte was werden. Ne, da könnte was werden. Haben wir noch was rumliegen hier? Ja, noch eine Platin-Kiste. Mal reingucken. Oh, ich meine, es gibt schon Power, kann man machen. Sehr schön. Die Rubin-Kiste ist noch in der Arbeit. Mal sehen, was da rauskommt. Und ja, Leute, das war für der Guild war erstmal gegen Grizzly Bears. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie läuft es bei euch so im Guild. Und ja, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wie gesagt. Und wenn nichts verpassen, lasst ein Abo da. Schaut doch gerne bei den anderen Spielen vorbei. Und Leute, ich wünsche euch viel Glück weiterhin im Guild. Viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.